Okay. Ladebildschirm, Übergangsbildschirm und der Doorsee. Okay, das heißt, wir sind jetzt in dem See? In einer Unterwasserhöhle vielleicht wieder? Scheint zumindest so. Na gut, sehen wir uns erstmal um. Ui, das ist aber schon ein schönes Willkommensgeschenk, was hier rumsteht. Eine High Potion, noch eine High Potion, war irgendwie klar, und ein Monster. Oder drei Monster. Ihr seht bekloppt aus. Basilisk? Nee, Ouroboros! Oh nein! Die Umbrella Corporation hat wieder zugeschlagen. So sieht ihre neueste ihr neuestes Monster aus. Verdammte Biester! Ihr Mistkerle! Wir werden diese Missgeburten aus der Welt schaffen. Wir werden euch von eurem Schmerz erlösen. Und wir werden sehen, wie viel ihr aushaltet und wie viel Schaden ihr austeilt. Malstrom, jetzt geht das schon wieder los. Na, wenigstens eins davon ist weg. Ich habe mich zwar gerade eben ausgeruht, 288 ist ein bisschen wenig. Aber ich möchte jetzt noch nicht mit den heftigen Zaubern um mich schmeißen, denn wenn diese Biester mit einem Angriff von Lunaeth sterben, sind sie nicht unbedingt die Magie wert, die ich benutzen könnte, finde ich. Bam-bada. Bringe aber einiges an Erfahrungspunkten, das muss ich sagen. Haben wir hier noch eine High Potion drin in Truhe Nummer 3? Jo, natürlich. Und eine vierte? Nee, ein Elixier. Das war irgendwie die Steigerung der ganzen Sache. Hier unten war noch ein Weg mit nochmal vier Truhen. Himmelszorn, das war ein benutzbares Item im Kampf. Phönixfeder. Irdene Trommel und Arktiswind. Also allein dafür, dass wir den See hier schon mal gefunden haben, scheint uns das Spiel belohnen zu wollen. Die Quizfrage hier drin lautet allerdings: Was erwartet uns hier eigentlich? Ja, wahrscheinlich das Ding, was wir im See gesehen haben, irgendwie als Bossmonster oder so. Hallo, Anemone? Seeanemone? Nee, Remora. Na gut. Da wollen wir jetzt nicht pingelig sein. Remora. Egal. Nee, es ist eigentlich logisch. Also, wahrscheinlich das, was im See rumgeschwommen ist, werden wir gleich als Bossmonster bekämpfen. Aber was soll das sein? Das einzige Monster, was da nahe dran käme, wäre meiner Meinung nach der Wasserdrache, der die Wikinger-Bucht bewacht hat, den wir dann ja eingeschläfert haben durch diese Tempelaktion. Haps. Das Vieh macht einfach Haps. Das sieht lustig aus. Vielleicht haben wir hier irgendwie so den großen Bruder von dem Wasserdrachen jetzt in diesem See, der hier weggeschlossen wurde, auf dass er nie wieder die Ozeane terrorisiert oder sowas in der Art. Aber auf jeden Fall, meine Gruppe ist stark genug, um hier ohne Probleme durchzukommen. Finde ich schon mal gut. Bin ich nicht overlevelt? Weißmoschus, schon wieder. Hier geht's noch weiter runter. Das gefällt mir nicht. Ich will mich erstmal umsehen. Denn hier gibt es noch mehr Truhen. Heilige Scheiße. Ein Aegis-Schild. Platinum-Hammer. Ach, schon wieder diese Hämmer, die ich nicht benutzen kann. Bacchus-Trank und ein Krötenpanzer. Ich hatte es ja in den Kommentaren jetzt gerade vor der Aufnahme einmal kurz hingeschrieben. Man kann die Krötenpanzer anscheinend doch farmen, und zwar von den Flugrochen, nenne ich es jetzt einfach mal, die um den Kristallturm herum auftauchen. Da ist mir durch Zufall, als ich gegen ein paar gekämpft hatte, auf dem Rückweg vom Kristallturm nämlich einer in die Hände gefallen. Und übrigens, diese Ouroboros-Schlangenkopfviecher können versteinern mit ihrem Nahkampfangriff. Yay. Hat die arme Refri ja gerade einmal kurz erwischt. Muss ich doch ein bisschen aufpassen. Und wenn man vom Teufel spricht, dann beißt er gleich das zweite Mal zu. Grrr. Blöde Ouroboros-Viecher. Ha, direkt noch mehr Truhen. Als wenn wir nicht schon genug davon hätten. Nein, man kann niemals genug Truhen haben. Ich nehme es zurück. Reflektpanzer. Haben wir das nicht eben schon mal? Ich glaube, der war ein Terrakotta-Panzer.
Tick schwächer als unsere anderen Rüstungen, ne? Ja, okay, jetzt kann eh keiner mehr ausrüsten, weil ich keinen... Wie soll ich sagen, keinen Rittersmann mehr in der Gruppe habe. Sei es eben Ritter oder Dragoon oder andere Klassen in dieser Richtung. Also muss es mich auch erstmal nicht mehr interessieren. Hey, was seid ihr denn für Biester? Seelöwe! Ha! Der Name ist Programm. Sehr gut. Hatten wir die nicht schon mal irgendwie auf unseren Meeresreisen mit der Invincible unter Wasser? Ich erinnere mich da gerade ganz dunkel an irgendwie sowas. Wahrscheinlich hießen sie damals irgendwie Aqualeo oder sowas. Einfach weil den Entwicklern nichts Besseres einfiel. Ah, sehr schön, Refia. Rabenfeder und Lilith-Kuss, den kennen wir ja schon. Jetzt will ich mal ganz kurz nachgucken, was die ganzen Items eigentlich bringen. Wir haben ja schon wieder einige eingesammelt. Haben wir hier was? Irdene Trommel, Himmelszorn hatten wir, glaube ich, schon mal. Jo, das müsste Blitzgar sein. Rabenfeder, da haben wir sie. Ein Wirbelsturm, klingt nach Tornado. Weißmoschus, heiligen Schaden. Vielleicht Sanctus, nicht Engel, sondern Sanctus-Zauber, cool. Chocobos Zorn löst ein Inferno aus. Das muss ich nochmal austesten. Chocobo Zorn ist Inferno. Okay. Mhm. Kann ich mir gerade nicht viel drunter vorstellen. Klar, ein Feuerzauber, aber Chocobo Zorn ist für mich nicht unbedingt die Bedeutung von Feuga. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte vielleicht ein anderer Feuerzauber sein, den ich noch nicht gesehen habe oder noch nicht beherrscht habe. Wo geht's denn hier lang, ey? Zu einer sehr misstrauisch erweckenden Stelle schon wieder. Ich meine, guckt euch das Wasser da vor mir an. Das sieht so aus wie ein, ja, wie ein Strudel, ne? Also da muss gleich irgendwas passieren. Okay, Glück im Unglück gehabt. Ich hatte doch noch was vergessen, nämlich Fraps auf die richtige Festplatte einzustellen. Jetzt ist mir gerade aus Versehen meine C-Windows-Platte vollgelaufen und ich musste mal ganz kurz die Videos rüberkopieren auf meine andere Festplatte. Aber zum Glück habe ich das noch früh genug im Kampf bemerkt, bevor ich jetzt die halbe Aufnahme damit verkackt habe. Das wäre richtig übel geworden. Also machen wir da weiter, wo ich eben aufgehört habe, T minus, sagen wir mal, 3 Minuten. Und treffen auf diese Riesenwasserschlange. Ich bin Leviathan. Nur die, in denen das Licht stark ist, können auf meine Hilfe hoffen. Lasst mich das Licht in euch prüfen. Es ist der Leviathan und er greift uns an. Und ehrlich gesagt frage ich mich gerade, habe ich eigentlich schon irgendwas, finally some fantasy backstory mäßiges über den Kerl hier gemacht? Ich glaube nur über Bahamut, aber... Das überlege ich erst, wenn ich diesen Kerl hier in Grund und Boden geschnampft habe. Ich konnte jetzt gerade eben in dem nicht aufgenommenen Teil des Kampfes schon ganz leicht sehen, was der Kerl drauf hat. Nämlich neben einem, ja, dem üblichen Nahkampfangriff hat das Mistvieh auch einen ziemlich üblen, sagen wir mal, Flutwellenzauber drauf. Und der ist ziemlich tödlich, deswegen werde ich direkt anfangen hier... auf der Gruppe ein wenig Reflekt hochzuziehen. Und hoffe, dass das reicht. Wenn es nicht reicht, habe ich ein Problem. Ne, ich hatte gerade eben die Items sortiert. Also habe ich noch irgendein Reflekt-Item? Ich hätte bis jetzt immer nur den Krötenpanzer verwendet. Der wäre auch nicht allzu schlecht, ehrlich gesagt. Aber, genau, Ingus, vielleicht den Krötenpanzer mal auf... Wer ist der Schwächste gerade in der Gruppe von der Rüstung her? Ich glaube, die drei sind relativ gleich stark. Nee, dann lassen wir es, komm hier. Du machst Terra, wie immer, und Ingus haut jetzt einfach mal volle Kanne rein. Mit, was nehmen wir, Feuga, was sonst. Gegen ein Eiswassermonster hilft manchmal Feuer. Und wenn nicht Feuer, dann Blitz. Ja, das hätte jetzt aber gar keinen Schaden gemacht, Lunes. Dann machen wir lieber den normalen Nahkampfangriff weiter. Siehst du, so muss das. Ordentlich reinhauen, so wie Refia mit dem Eispfeiler. Okay, das ist neu. Der hat eben noch kein Protest auf sich selbst gezaubert. Das finde ich jetzt gar nicht, Knorke.
Das heißt, ich muss jetzt erstmal auf meine Zauber mich verlassen. Nee. Cooler Effekt. Den haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Was kann ich denn machen? Ja, Luna wird jetzt nur halb so stark sein, aber das ist immer noch relativ mächtig. Ich würde ihm am ehesten noch einen Hasszauber geben, damit er ein bisschen härter reinhaut. Aber ich kann es jetzt nicht riskieren, die Gruppe ungeschützt zu lassen, ehrlich gesagt. Deswegen auf Refia auch noch Reflekt, weil die hat die wenigsten Lebenspunkte von allen. Ich frage mich gerade, woher Ingos eigentlich die ganzen Lebenspunkte hat im Vergleich zu seinen Kollegen. Weil er vorher eine Nahkampfklasse gespielt hat oder warum? Naja, das würde eigentlich auch für Luneth gelten. Obwohl Schurke ist jetzt nicht wirklich die tankigste Klasse in einem Final Fantasy Spiel. Oh, 3500 ist immer noch ganz nett. Ha, Reflekt! Boom! Schade, nicht auf allen Leuten, aber wenigstens auf Luneth. Na, das hat schon mal ein bisschen was gebracht. Ich dachte eigentlich, Reflekt würde nicht, so wie in späteren Teilen, den Zauber wirklich komplett zurückwerfen, sondern eher wie Protest den Schaden reduzieren. Das ist nicht gut, weil das würde bedeuten, dass die Tsunami-Welle nachher wahrscheinlich doch noch stärkeren Schaden macht. Verdammt. Dann muss ich jetzt Arc auf volles Healen konzentrieren eigentlich. Ja komm, hauen wir schon mal einen Vitaga raus. Die Gruppe muss getoppt sein. Wenn einmal diese Tsunami-Welle kommt und irgendwas geht schief, dann kann ich mich direkt von allem aus meiner Gruppe verabschieden, denke ich mal. Das heißt, raufhauen auf den Typen und zwar ohne Gnade. Genau so. Was? Was? Der kann versteinert? Nein, und der kann auch die Flut... Nein! Die Kombination! Oh. Warum musstest du gerade jetzt den Arc? Das Arc! Warum ihn? Er hätte jetzt gerade den Heilzauber rausgehauen. Gerade jetzt. Jetzt wünsche ich mir gerade ehrlich gesagt wieder mein Rittersmann in Form von Ingus zurück, weil der wäre wenigstens so gut drauf. Wo sind meine Phönixfedern? Da. Der wäre wenigstens so cool drauf und würde sich jetzt vor Luneth und Refia stürzen, wenn das blöde Drachenvieh auf die Idee kommt, anzugreifen. Scheiße! Das ist bescheuert. Ich kann jetzt... Ja, ich muss eigentlich mit Elixieren um mich werfen. Wenn ich Luneth jetzt kein Elixier gebe... Ach nee, Moment, ich muss ja Arc noch rausholen. Bin ich denn bekloppt? Jetzt vergesse ich hier gerade meinen Heiler aus dem Stein wieder rauszuholen. Der ist noch viel wichtiger. Ich kann nicht mal garantieren, dass Refia und Luneth diese Runde jetzt überhaupt überleben werden, wenn der nochmal so eine blöde Flutwelle macht oder im Nahkampf, genau, einfach sowas macht, dann ist Refia sofort wieder weg. Ja, oder so. Sowas, genau. Dieses Mistvieh, verdammte Scheiße. Bin ich doch noch ein bisschen zu schwach auf der Brust für diesen Bosskampf? Oh. Ich hoffe mal nicht, aber wer weiß das jetzt schon? Schiete. Arc, du musst diesen Zauber durchkriegen. Komme, was da wolle. Das ist Notfallpflichtprogramm. Oder so ähnlich. Und ich gebe Ingus... Na, ich kann nicht die Dings raushauen, die Elixiere. Ich muss darauf vertrauen, dass Arc jetzt zeitig zum Potte kommt. Ich kann aber mit Saugen nachhelfen. Saugen müsste eigentlich ein bisschen noch heilend unterstützen. Hau ihn kaputt! Los! Oh mein Gott! Ich freue mich gerade so, dass die Bossmonster teilweise doch zu wenig Lebenspunkte haben für meinen Geschmack. Das hätte jetzt so schief gehen können. Einmal ein falscher Angriff und Luneth und Ingus wären sofort über den Jordan gegangen. Oh, das war knapp. Und die EP-Zahl will mich auch noch natzen, ey. Ja, ich habe gewonnen. Hier, 6666 EP. Ich habe gewonnen. Du kannst mich mal. Finally, some fantasy backstory. Eine gewaltige Seeschlange, die das Wasser kontrolliert und in den Tiefen des Ozeans haust. Die tobenden Fluten seines Tsunamis können sogar den stärksten Feind mit sich reißen. Der Leviathan, eine der wiederkehrenden Beschwörungen der Final Fantasy Spiele, steht in diesen stellvertretend als Symbol für die zerstörerische Kraft des Elementes Wasser. Seinen Erstauftritt hatte Leviathan allerdings nicht als Beschwörung, sondern als Dungeon in Final Fantasy II. In einer Meerenge verschluckt er die Gruppe des Spielers mitsamt ihres Schiffes, worauf diese sich einen Weg durch die Innereien des Monsters ins Freie bahnen muss.
Leviathans Aussehen erinnert an eine blau-lilane oder blau-grüne Seeschlange, wobei seine Flossen oftmals die Form von Flügeln annehmen. Dies verleiht ihm ebenfalls Züge eines Lindwurms, eines schlangenartigen Drachens. Wird er im Kampf gerufen, beschwört Leviathan eine riesige Flutwelle herauf, die alle Gegner mit sich reißt und ihnen schweren Schaden zufügt. Seine Wurzeln hat der König der Meere wie so oft in der Mythologie. Bereits in der hebräischen Bibel sowie dem jüdischen Talmud finden sich Geschichten von einem derartigen Wesen. Die ältesten Funde dieser Art gehen sogar zurück bis in die Zeit der Kanaaniter und Babylonier. Beschrieben wird der Leviathan hier meist als ein Seeungeheuer mit Merkmalen eines Krokodils, einer Schlange, eines Drachen und/oder eines Wals, manchmal mit mehreren, teilweise sogar feuerspeienden Köpfen. Es wird vermutet, dass dieses Bild möglicherweise auf das Nilkrokodil oder den Kronosaurus, ein ausgestorbenes Meeresreptil der Unterkreidezeit, zurückgeht. Allerdings konnte dies bisher nicht bewiesen werden.